Hier ist Herr Professor Dr. Günther Meyer. Ich möchte über eine Regel sprechen, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Die Regel ist, dass Kinder auf dem Heimweg von der Schule keine Schneebälle werfen dürfen. Die Kinder brauchen ja auch Spaß, wenn sie vielleicht nach Hause im Winter wollen. Das ist Hast ja du deine Waffe? Ja, ich finde die klar, Regel du? Einfach nur natürlich. Hast du dich ums Licht gekümmert? Noch 5 Sekunden. Perfekt. Bist du bereit? Mhm. Du solltest am besten leise sein. Hör auf! Wo ist denn Günther? Günther ist weg. Thomas, Günther ist weg. Was ist denn hier los? Hilfe! Hey, kommt da endlich mal jemand? Was, wohin ist sie gegangen? Ich weiß es nicht, das war alles dunkel. Ja, Günther, mein Günther. Hä? Wo ist Günther? Wo ist dein Mann hin? Das kann doch nicht sein. Der kann doch nicht einfach verschwinden. Geht nicht rein. Ich hab ihn jemand mitgenommen. Oh. Komm jetzt. Beeil dich mal mehr, oder bist du eine alte Oma? Doch, jetzt komm. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Immerhin suchen. Beeil dich. Komm jetzt. Wir müssen unbedingt die Polizei rufen. Nein, nein, nicht die Polizei. Erstmal lösen wir den Fall alleine. Wenn wir alle zusammen helfen, dann schaffen wir das bestimmt. Ist wahrscheinlich auch besser, wenn nichts an die Öffentlichkeit gerät, was den Präsidenten betrifft. Denn das würde nur eine Massenpanik auslösen. Ist euch sonst irgendetwas aufgefallen? Ja, da waren zwei Mädchen. Die saßen doch neben dir, Wilma. Ja, die standen neben mir. Aber ich kannte sie nicht. Ich auch nicht. Und ich genauso wie nicht. Jetzt sind sie ja auch weg. Wenn wir alle zusammen helfen, dann finden wir bestimmt heraus, wer Günther entführt hat und wo er jetzt ist. Seid ihr dabei? Ja. 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 Ich bin dabei. Wenn du euren Freund wiedersehen wollt, dann überweist uns auf unser Konto 300.795 Euro. Sonst passiert das. Und das nächste Mal ist die Waffe geladen. Genau. Was wird jetzt mit uns geschehen? Wahrscheinlich werden wir gefeuert. Okay, aber wenn wir gefeuert sind, was würde dann mit Herr Meyer passieren? Ich weiß es nicht. Hilfe! Bitte! Überweist uns 300.795 Euro auf unser Konto. Ich muss euch was zeigen. Ich habe ein Video bekommen von Günther. Das müsst ihr sehen. Schaut euch das an. Wenn ihr ein Video sehen wollt, dann überweist uns auf unser Konto 300.795 Euro. Die hat ja eine Pistole. So viel Geld haben wir nicht. Das sind doch die zwei Mädchen, die neben dir standen, Wilma, oder nicht? Ja. Also war unsere Vermutung richtig, aber deswegen müssen wir trotzdem herausfinden, wo er ist. Mach doch nochmal auf Anfang. Vielleicht ist dort auch ein Hinweis. Schau, hier, das ist die Altenwohnanlage. Da wohnt meine Freundin. Das muss die Bismarckstraße sein. Und da ist ein Gemälde, das könnte in der Bildergalerie in der Nähe der Seniorenwohnanlage sein. Das ist in der Bismarckstraße 27. Stimmt, da stehen auch noch Bilder, du könntest recht haben. Wisst ihr, wo das ist? Ja. Bismarckstraße 27. Ja, dann geht bitte schnell dahin und holt Günther zurück. Ja. Ach, komm, sehen. Wir schaffen das. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Das ist das Fenster vom Adressa-Video. Stimmt. Los, gehen wir dorthin, vielleicht sehen wir ihn. Ja. Wo wollen wir dann so kommen? Die Möchte gerne noch gesagt. Ihr werdet es nie schaffen. Nein, ich nicht. Ihr werdet niemals es schaffen. Weil die werden mich finden. Was war das gerade? Eine Fliege ist mir ins Auge gegangen. Ja, wenn wir dann. Jetzt oh, lecker. Durchs Fenster, oder? Was? Da vorne ist was zum Essen. Was zum Essen?
Seit wann stehen die denn da? Kann ich einen haben? Ich habe die vorhin irgendwie nicht gesehen. Vielleicht habe ich die übersehen. Kann ich einen haben? Nein, du bekommst keinen. Ja. Doch, er bekommt schon eins. Nein. Hier. Nein. Manu. Ja. Ein kleiner Spaß muss auch sein. Ich bin irgendwie schlecht. Entschuldigung. Wach auf! Wach auf! Warum habt ihr mich entführt? Weil wir das Geld brauchen. Für unsere Mutter, sie ist schwer krank. Ihr wisst schon, dass ihr dafür ins Gefängnis kommt, oder? Für Entführung bekommt man bis zu 5 Jahre Haft. Mindestens Gefängnis. Bitte keine Polizei. Aber schau mal. Wenn sie das Geld für ihre Mutter brauchen, vielleicht sollten wir es ihnen geben. Was sagt ihr dazu? Naja, vielleicht gemeinnützige Arbeit. Sie könnten ja im Park den Müll aufsammeln. Also bei einer Entführung sollte es schon Gefängnis geben. Ich denke, wir sollten die zwei in ein dunkles Loch stecken und den Schlüssel wegschmeißen. Bitte nicht. Es gibt doch noch eine andere Lösung. Ich kann darüber nicht entscheiden, das muss der Richter machen. Aber sollten wir ihnen das Geld geben? Ja. Bitte. Ja, ich würde es ihnen geben. Aber Polizei muss sein. Bitte nicht. Wir haben es doch nur für unsere Mutter getan. Wir müssen die Polizei anrufen. Aber sie braucht uns. Ja, hallo? Einmal an die Kornbergstraße 36. Danke. Tschüss. Scheiße. Was machen wir jetzt? Hallo Mama. Schön, dich wieder zu sehen. Hallo ihr beiden. Und wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin wieder komplett gesund geworden. Das freut uns. Ich hoffe, du bist uns nicht böse, dass wir das getan haben. Wir wollten es nur für dich machen. Das weiß ich doch. Ihr wolltet nur, dass es mir wieder gut geht. Ja, aber trotzdem werden wir es nicht mehr tun. Das war echt nicht in Ordnung. Ja, wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Ja, benehmt euch gut, dass ihr bald wieder rauskommt und ich euch dann endlich wieder umarmen kann. Ja. Und ein richtig schönes Frühstück, nicht nur Haferbrei. Oh. Ja. Na, auf jeden Fall. Ihr bekommt ein großes Deluxe-Frühstück mit allem, was ihr euch wünscht. Oh, danke. Ja. Dann freuen wir uns schon, wenn wir nach Hause können. Ich mich auch.